Hey Leute, willkommen wieder. Auch diesmal gibt es einen zusammengeschnittenen Übungskampf für euch. Mit unserem neuen Item, dem Stein des Wissens, ist es jetzt möglich, noch viel besser Klassen zu meistern. Und ich muss sagen, das Item hat sich in kürzester Zeit zu einem meiner absoluten Lieblings-Items entwickelt. Irgendwie fantastisch. Ich tausche das sogar hin und her manchmal. Und man kann damit halt wirklich einfach schneller seine Klassen maximieren. Und das ist einfach ein super Tool, wenn du irgendwas optimieren möchtest. Aber wie auch immer, die Performance unserer Einheiten war gar nicht schlecht. Naja, Bernadetta hatte nicht den besten Anfang mit Behendigkeit und Charme als Level Up. Aber was soll's. Ja, ich denke, aus ihr wird eine ganz tolle Einheit so oder so. Deine Personal Skill rockt ja gewaltig. Claude hingegen, der räumt mal wieder richtig auf mit Stärke, Behendigkeit, Glück, Verteidigung und Charme. Mein Gott, der Typ ist eine unglaubliche Kanone inzwischen und hält auch verdammt viel aus. Der Wahnsinn. Aber dann kam Marianne dran und sie hat die Fähigkeiten für Pegasus-Ritter gemeistert. Und Leute, haltet euch fest, ja? Wenn du Pegasus-Ritter meisterst, kriegst du sowohl Sturzflughieb als auch die Delta-Attacke. Und das ist einfach unglaublich. Diese Klasse maximieren lohnt sich so richtig, sei es für schnelle Einheiten wirklich nahezu zuverlässig absolut alles zu doppeln oder für langsame, um ein bisschen in der Player-Phase wenigstens mithalten zu können. Catherine kriegt ein Level-Up im Anschluss mit KP und Magie? WTF, okay, wie auch immer. Das war weird, aber sie bekommt den Vorteil. Das ist natürlich auch eine ganz schicke Fähigkeit. Deswegen habe ich Söldner überhaupt erst mitgenommen. Das hat sich halt einfach angeboten, ne? Das geht einigermaßen zackig und man kriegt eine schöne Fähigkeit. Auch Lizzie hat ihre Klasse gemaxt, Priester, und kriegt dafür Arcanum. Netter Skill, der nicht zwingend triggern sollte, nur wenn man Fehler macht. Ich bin nicht der größte Fan von Arcanum. Aber wer weiß, wenn er einmal rettet, freut man sich, denke ich, sehr darüber. Wenn ich ihn überhaupt aktiv ausrüste. Wahrscheinlich wird sie sehr viel offensiver noch gespielt werden. Aber das war's auch schon. Es geht direkt weiter, Leute. Das war schon alles. Und da wären wir auch schon wieder zurück. Eine weitere erfolgreiche Schlacht. Diesmal Hauptsache Klassen ausgemaxt. Ja, das stand auf jeden Fall auf dem Programm. Und es hat sich gelohnt, würde ich sagen. Definitiv. Denn nun ist Catherine fertig mit der Söldnerklasse zum Beispiel. Wir können also durchaus sie nun wechseln lassen Richtung Pegasus. Nachdem Marianne nun heftige Skills bekommen hat, dadurch, dass sie Pegasus ausgemaxt hat, können wir sie natürlich auch wechseln lassen, klar. Wird also ziemlich cool. Ich bestimme natürlich wie immer selbst und dann geht es los. Der Unterricht darf beginnen. Was machen wir, hm? Ganz schön viele Leute gerade eigentlich, die so halb motiviert sind. Das gefällt mir nicht unbedingt so gut. So, machen wir bei Claude vielleicht weiter. Bringen wir dich mal auf B-Niveau, auf Äxte. Dann könntest du halt Silberäxte tragen. An und für sich gar nicht so schlecht, oder? Let's go. Nicht nur gut, ja, ich erwarte mehr. Ey, ich sagte, ich erwarte mehr, danke. Na also, mit Lob sogar. Jetzt aber kein Gut mehr, ne? Sehr gut. Jawohl, B-Niveau. Lanzenbrecher kommt mit rein. Alles klar. Genau, du kannst mal weiter an der Vernunft arbeiten. Mit Reiten kommt auch ganz ordentlich vorwärts, sehe ich gerade. So, C-Niveau und Sagittal damit. Sehr gut. Das ist ordentlich. Sehr schön, das freut mich. Autorität kann man natürlich auch verbessern. Machen wir ruhig da mal weiter. Oh, zweimal gut nochmal. Naja. Raphael als nächstes. Mein Gott, würde mal bei dir viele Magister-Boni triggern. Das ist ja heftig. Jawohl. Und damit hat er B-Niveau auf Rüstung. Pein erlernt. Oh! Das kann lustig werden. Dann können wir quasi zwei Felder weit schubsen. Nice. Okay. Klar, wir könnten auch hier weitermachen, aber ich denke, Fäust ist immer noch das Mittel der Wahl. No. Wobei, ich weiß nicht, was er für spätere Klassen braucht. Gegebenenfalls brauchen wir da doch ein bisschen mehr noch. Vielleicht ist es doch sinnvoll, daran zu arbeiten. Müsste man fast bei Examen mal reingucken, was der... Ja, was braucht man dann später? Ich meine, hier kommt doch dann der Ringer, glaube ich, ne, auf Oberstufe. Das kann er ja dann sogar wahrscheinlich doch machen. Also, ja. Ab jetzt wieder Fäuste auch.
Im Prinzip bleibt es gleich, ja. Panzerung, Fäuste. Immer noch ganz okay bei dir. Flayen könnten wir machen. Ich weiß nicht. Ja, wir sollten halt immer gucken, dass die Motivation gut ist, ne? Sonst lohnt sich das ja meistens nicht so sehr. Wie immer eben. Aber bei dir weiß ich gar nicht. Ja, arbeiten wir dann das Bell ist ganz im Ernst. Warum nicht? Du hast jetzt hier eine Stärke sogar drin. Ausgezeichnet. Wind erlernt. Sehr schön. Aber natürlich könnten wir auch hier immer noch weiter ausrasten. Ist aber kein Thema. Das soll sie dann schön über die Ziele machen. Das ist okay. Ja, bist ordentlich vorwärts gekommen. Gefällt mir. Bei dir bin ich mir gar nicht sicher. Wie sieht's denn mit Catherine aus? Dass wir eventuell sogar noch Punkte nutzen. Das wäre aber eh nur einmal dann und wir das wollen. Ich meine, das Lanzniveau kriegt sie sicherlich noch entsprechend hoch. Jetzt weiß ich nicht, ob er für Pegasus erstmal ein C-Niveau gebraucht hat oder ob die Plus zum Beispiel schon reicht. Eventuell haben wir nur eine bestimmte Chance, das dann zu schaffen. Das könnte passieren. Ich könnte noch Silberlanze bringen. Ich weiß halt gar nicht, wie sehr ich Shamir noch nutzen werde, so für sich, ne? Ist ein bisschen schwierig einzuschätzen gerade für mich. Tut mir da noch etwas schwer. Wir brauchen eh zwei Leute. Das ist wohl... Ja, ich weiß nicht, will ich Hannemann wirklich jetzt großartig trainieren? Weil da müsste schon... Ja, weißt du was? Ich meine, als Support, das geht natürlich immer. Glaube Level 1, ja. Aber da braucht er noch ein bisschen an sich, ne? Das ist das andere. Du bist noch einigermaßen motiviert. Da könnte man noch was machen, wenn man möchte. Aber es lohnt sich auch nur so halb. Lass mal gut sein. Kommt also die letzte Einzellektion auf Shamir in dem Fall. Ja. Dann gönn dir mal Silberlanzen oder so für später. Schwertbrecher kommt ja auch mit rein. Klar. Und damit sind wir dann auch schon wieder weiter. Coole Sache. Vielleicht macht man hier auch noch irgendwas. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, wo Shamir dann letztendlich enden wird. Könnten auch auf Gewichtsreduktion gehen, aber es dauert wahrscheinlich ein bisschen. Aber Autorität ist natürlich immer eine sinnvolle Sache. Ich mach das mal. Okay. Damit seid ihr auch schon wieder ein gutes Stück vorwärts gekommen. Naja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch in die Luftsicherheit mal Catherine mit rein, oder? Wen wollte ich denn noch dabei haben? Dich brauche ich jetzt nicht mehr darauf, weil das wäre dann eher Reiten, wenn dann. Mach das mal mit Claude, das ist auch okay. Und eure Ziele festlegen. Du hast jetzt deinen B-Rang. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich noch dran arbeiten wollen. Ja, lass mal gut sein. Wie sieht's denn mit Bogen aus? Da ist ja noch C-Niveau drin. Da finde ich das schon besser, wenn wir hier ein bisschen noch dran arbeiten. Weißt du was? Mach ruhig weiter mit Fliegen. Auch das soll sich bezahlt machen. Bist du wirklich gerade bei mir voll auf Rüstung noch, ha? Mach mal wieder einen Ausgleich. Ja, Rüstung darf rein, aber auch Faust. So wie wir es standardmäßig sonst auch immer hatten. Bei dir ist das beides hier eigentlich ganz okay. Auch bei dir bin ich noch zufrieden soweit. Du kannst auch hier noch weitermachen. Passt alles. Da sind wir eigentlich soweit ganz gut dabei. Du gehst dich auf Schwert, du gehst auf Lanze und Bogen. Du versuchst dann noch Reittraining zu bekommen. Er baut hier die beiden Dinge aus. Hannemann, ich würde sogar mal nur Glaube nehmen bei dir. Individueller Fokus in dem Fall. Sie braucht auf jeden Fall beides. Und bei Shamir bin ich mal etwas unsicher, aber das ist in Ordnung. Alles klar. Wochenunterricht darf beginnen, Kollegen. Ich glaube, ich bin eine bessere Heilerin als Kämpferin. Ja, aber trotzdem sollst du später vielleicht in der Klasse wechseln, wo du reiten kannst zusätzlich. Das wäre mega nützlich, deswegen. Hannemann wünscht uns zu sprechen. Okay, alles klar. Ah, Professor. Always a pleasure to see you. I wonder, might you have a moment to chat? Natürlich. Was ist denn los hier? Come now. You have no need to be on guard. I'd never cause you harm. You're far too valuable a specimen, well, that is to say, too valuable a member of the Academy staff. Indeed. The further my crest research progresses, the closer you come to learning the truth of your heritage. Is it not so?
when I learned you bore the lost crest, the very crest of flames itself, I set about learning everything I could about your past. What was the origin of your bloodline? How have the events of your life been shaped by your lineage? I became somewhat obsessed, I must admit. Mach das Erste. Nothing so crass as an investigation. No, I researched. I spoke to mercenaries whom you've worked with in the past to learn about your life before the Academy. Of course, I also contacted Gerald and his mercenary friends. Your father does keep rather interesting company. I'm excited to share with you what I learned, but I do ask that you correct me if I am mistaken on any account. The story begins with Gerald serving as captain of the Knights of Seros. There was a woman at the monastery with whom Gerald was quite close. Oh, backstory. At first, it seemed obvious this mystery woman was your mother. Alas, that cannot be the case. The timing is all wrong. As it was told to me, the woman in question passed away shortly before Gerald left the monastery. Yet your birth occurred sometime later, while Gerald was taking work as a mercenary. This, of course, presumes your age is accurately reported. If you were born sooner, well, the story would be quite different, would it not? Mysteriös. Ja, ist geheimnisvoll. Oh, I am aware. You two were certainly enigmatic, as far as mercenaries go. For example, Gerald never once spoke of his time serving as captain of the knights. That's quite a secret to keep for all those years. In the end, your old acquaintances had little definitive to say about either of you. However, they all agreed on one thing. Your father and yourself were a strong pair. Warriors to be respected and feared. You in particular. In fact, many came to know you as the Ashen Demon. Ashen Demon. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Bleicher Dämon, huh? They say you would destroy your enemies without a hint of emotion on your face. The mercenaries I spoke to revered you as a living legend of sorts. Das mag mir aber auch nicht so ganz so gefallen. That is what I learned. And I admit, it is barely more than I knew before. The next step in my research is to ask your blood for answers and hope that it is more forthcoming than your past acquaintances. Ah, sieh mal einer an. Das war sehr spannend tatsächlich. Das war sehr, sehr spannend. Faszinierendes Gespräch, was wir da hatten. Was haben wir denn hier noch? Lorenz, na ja, gut, von mir aus. Professor, have you been looking for me again? I am very busy, you know. I must insist that disruptions for light-hearted chats of this kind be kept to a minimum. Mir wurden weitere Beschwerden vorangebracht, nein. What did I tell you about falling victim to such salacious and slanderous rumors? As I've told you, there is obviously a conspiracy against me. There is no manner in which I could possibly be considered bothersome. Einige der Mädchen sind dann darauf, was, oh Gott. Professor, why? I assure you, you have been deceived. My adversary has poisoned the hearts of these ladies against me. The plot goes deeper than I thought. Es gibt keine Verschwörung, nur die Wahrheit. Du musst dich besser in den Griff bekommen. Das könnte zu einem ernsten Problem werden. Ich mag alle Antwortmöglichkeiten. Aber auch das Erste. Es gibt keine Verschwörung, nur die Wahrheit. But, if you truly do insist, please understand, Professor. I am not some scoundrel out for conquest. I am attempting to fulfill my duty as heir of House Gloucester. It is my responsibility to continue our noble line by finding a suitable lady to be my wife. It is a rigorous process. My family has the very highest standards for appearance, grace, temperament, and pedigree. Anwärterinnen niederer Geburt sind ausgeschlossen. Typically, yes.
even if others are sometimes critical of that notion. So. For the nobility, marriage is not merely a union of individuals, it is also a union of families. It would not benefit House Gloucester to be tied to a family of powerless commoners, would it? To achieve supremacy, it is necessary for my line to be tied to that of an influential family. That is the best path to peace and prosperity for all. So, as you can see, the future of the Alliance rests on my shoulders. Das ist ganz schön viel Verantwortung, das stimmt. If it is a burden, it is one I am all too familiar with. We nobles are born to this duty. That being said, to avoid misunderstandings, I shall restrain myself until things calm down. I would rather not cause trouble for you after all. Er ist immer nur an seinen Connections interessiert. Dabei macht er aber ganz gern auch mal Fehler. Ach, spannend. Aber man kann ihn so schnell besser nachvollziehen. Was haben wir denn da? Gründungstag des Heiligen Königreich Fergus. Ach komm, ab in den Speisesaal, klar. Nothing like a tasty meal after some grueling work. Lawrence, you've hardly eaten anything. There is no need to rush. I prefer to take my time. Ausgezeichnet, wunderbar. Wieder viel Motivation bei euch, das gefällt mir. Und dann wieder der übliche Samstag. Shouldn't be too hard for us. I guess someone's gotta do it. Ab geht die Post, Leute. We did okay. Oh, nur gut diesmal, ha? Merkt man schon, wenn Marianne nicht dabei ist, dann sieht das gleich ganz anders aus. Ah, mir gefallen die Lernerfolge nur so mäßig, die sie da gerade voranbringt. Oh, come on, wirklich? Damit kann ich dich jetzt noch nicht zur Falken, zur Pegasus-Ritterin machen. Nicht so, Catherine. Marianne hat Geburtstag. Ja, Teestunde starten. Juhu, endlich. Haben wir mal eine bei ihr. Könnte ein Heiligentee, denke ich, sein. Ah, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber es würde schon Sinn ergeben. Ist ja schon recht gläubig. Ich glaube, der könnte übrigens zu Claude passen, Mondsichel und so, ne? Nee, ich glaube, der Heiligentee könnte schon ein Volltreffer sein. Did you need something from me? Thank you very much. Delicious. Sehr gut. Eine gute Wahl getroffen. Jeden. Oh Gott. Da bin ich mir komplett unsicher. Vielleicht noch das hier. Aber für das andere interessiert es sich doch nicht. Ja, okay, sehr schön. Oh. Essen im Speisesaal, ich weiß nicht. Großartige Leistungen. Ah ja, okay. Dass sie daran interessiert ist, okay. Zusammenarbeiten, danke für alles, einschätzen von Freunden. Aufmuntern vielleicht mit danke für alles. Ja, sehr gut. Das ist genau das, was man braucht. Yes, Leute. Yes. Seht ihr? Ach was. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr das gefallen würde. Soll ich das kommentieren? Oder einfach meinen Tee trinken? Ich weiß nicht. Oh, okay. Ah, gut. Thank you very much for the tea. I look forward to doing this again. Vielleicht wäre das andere doch besser gewesen. Ich weiß nicht. Kann ich schlecht einschätzen, aber der Charme erhöht sich jetzt trotzdem. Das ist ganz gut. Die finale Aktion ist sicher wichtig. Nur diese drei Punkte sind eigentlich wichtig, dass man schafft. Thank you. Ah, ja, genau. Das haben wir auch für dich jetzt gemacht. Richtig, so ist das. Genau. Okay. Du musst das noch ausmaxen. Du musst das noch ausmaxen. Du auch. Du ebenso. Okay, oh Gott, und sie ist schon wieder... Sie rennt den anderen davon, ich sag's euch, ne? Das ist der Wahnsinn. Sie hat das ja auch schon ausgemaxt. Sie hat einfach jetzt schon wieder... Sie hat einfach zwei Mittelstufenklassen ausgemaxt und sie könnte immer noch mehr nehmen. Das ist so unglaublich. Lizzie ist so heftig, das ist der Wahnsinn. Die ist halt echt teilweise broken, was das betrifft. Kann einfach so viel lernen und ja...
Es hört nicht auf. Ist natürlich voll in Character so. Kann ich das nicht mal auswählen? Achso, du brauchst die passende Stufe. Stimmt, ja. Aber ja, stimmt. Dann würde ich sogar darauf hinarbeiten, dass wir die Stufe gegebenenfalls auch treffen. Ich meine, wenn ich richtig insane bin, ich könnte ihr jetzt eine Schwertklasse geben. Ich könnte sie mit Seelenklinge die ganze Zeit angreifen lassen mit dem Stein des Wissens, um noch eine Klasse auszumaxen. Ich weiß halt nicht, ob sich das deckt, aber falls es sich deckt, würde sie 8 Punkte kriegen pro Kampf. Das wäre also total schnell möglich. Dann bräuchte es im Durchschnitt auch nur so 10 Punkte oder so, oder? Meine ich. Oft ist es auch, glaube ich, nur so 80 Punkte, die man braucht. Allerdings wüsste ich spontan gar nicht, was man hier nehmen sollte. Wobei, doch, stimmt, Söldner hat ja Vorteil drin. Das könnte man sogar ganz gut bei ihr nutzen, weil ich meine, sie dürfte relativ viel sogar einfach one-shotten können. Man könnte es einfach mal drauf anlegen, wenn man möchte, klar. Die Chance besteht durchaus, dass das funktionieren könnte. Ah ja, natürlich, jetzt ist sie dran, ja, auch. Marianne könnte jetzt mal wechseln. Das hier lassen wir mal, aber ich denke als Priesterin, ne, wird es erstmal ein Tick langsamer und so, aber jetzt kann sie quasi endlich mal wieder schön an ihrer Glaubensliste arbeiten. Das Schöne ist, sie hat jetzt flinker Hieb, das heißt, sie hat eh keine Probleme mit Geschwindigkeit und kann auch ordentlich offensiv durchaus werden. Das ist das Schöne jetzt gerade an ihr, speziell. Genau, das können wir also durchaus machen, ne? Spricht wenig dagegen. Wir gucken mal ganz kurz, was da noch alles kommt. Reiten müsste noch ein bisschen ausgebaut werden, dann könnte sie sogar sowas später nehmen. Ist auch relativ krass ausrasten hier als Rittmeisterin, wenn man möchte. Weil die Behendigkeit wäre ja hoch genug und jetzt hat sie ja noch Lanzenspezialist sogar, um noch mehr auszurasten. Könnte man durchaus machen, ne? Und dann halt später hier, klar. Also, natürlich werden wir magische Klassen noch mitnehmen, das ist keine Frage. Die Sache ist, ich mag eigentlich die Priesterklasse nicht so sehr, weil du kriegst nur Arcanum. Ich müsste halt fast Vernunft bei ihr dann lernen. Alternativ. Was wir natürlich noch gar nicht gemacht haben. Aber ich mag eigentlich die Magierklasse immer ein bisschen mehr, muss ich sagen. Du kriegst halt auch eigentlich das bessere Talent, definitiv. Also ich meine, der Teufelsdieb, der ist halt relativ insane, der ist richtig heftig. Bei den meisten fällt mir spontan gar nichts ein. Aber wie hoch ist jetzt deine Chance hier für Pegasus-Ritter? 67%. Das liegt aber nur an der Lanzenfähigkeit, ne? Das ist also kein Problem. Kriegen wir hin. Okay, und Shamir haben wir hier noch, ja. Alles schön und gut. Aber wollen wir jetzt wirklich irgendjemanden wechseln lassen? Ich meine, bei Lucy bietet es sich halt mal wieder an. Das ist einfach nur verrückt. Ich weiß gar nicht, was Myrmidone noch lernen würde sonst, aber ist halt von den Stats schon ziemlich weak dann. Als Söldner hätte ich halt wenigstens noch meine Vantage, ne? Also Vorteil ist schon eine ziemlich coole Sache. Ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht erstmal, ja. Ich meine, geschwindigkeitstechnisch sieht es immer noch gut aus. Und ich meine, ein Hexblade ist jetzt mindestens 19 allein darüber. Das ist schon ordentlich und es wäre ein magischer Angriff dann auch noch. Das dürfte schon ganz gut abgehen können. Ich meine, sie kann halt leicht ihre Erfahrungen sammeln. So dumm ist das halt nicht, ne? Das ist halt wirklich nicht dumm. Die hat jetzt hier alles ausgemaxt, soweit, was für sie auch theoretisch noch spannend wäre. Wir müssen mal an der Reitfähigkeit bald arbeiten, das stimmt. Aber ja, weißt du was? Wir probieren es einfach mal. Würde ich jetzt vorschlagen, weil sie ist nun mal hier fertig, also, ne? Na komm schon. Ah, verdammt, das sieht nicht gut aus, oder? Das erste Mal, dass es nicht klappt. Na gut. It's due to your poor judgment. Als ob. Beschwert sich einfach bei mir. WTF. Was ist denn da los? Ich glaube, es hakt. Uff. Kann natürlich hier Kavalier erstmal mitnehmen, ne? Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt wirklich gerade lohnen würde. Ach man, immer diese Überlegungen hier. Das nervt mich teilweise selbst ein bisschen, dass man doch so lange in diesem Bildschirm immer sitzt und denkt sich dann, ah, was kann ich denn noch nehmen? Schwierig, schwierig, schwierig. Die meisten sind ja eigentlich ganz gut mit dabei, so. Und bei dir kann man es jetzt mal probieren, ne? Trotz allem. Weil falls du jetzt reinkommst, wäre es natürlich sehr praktisch für uns. Allerdings, wenn ich jetzt nochmal ein Siegel raushau, wäre das nicht so schön.
Also ich meine, wir werden auf Dauer eh noch mehr Siegel brauchen. Legen wir es einfach mal drauf an, dass du es gegebenenfalls jetzt schon bekommst. Das wäre halt auch sehr praktisch für uns. Dann kann ich dich direkt wieder mitnehmen, dann kannst du hier schon trainieren, ne? Also ab geht die Post. Na komm schon. Als ob! Oh Gott! Leute! Failed. Und damit sind wir schon mal bei 2000 weniger. Naja, an Geld mangelt es einem im Spiel ja glücklicherweise nicht, aber trotzdem. Natürlich muss das alles erstmal failen. Danke dafür, Spiel. Ich hab dich auch lieb, Spiel. Super. Ah, Mann, ey. Man kann ja auch nur eins probieren, ne? Es geht dann auch nicht ein anderes. Ah, oh, das ärgert mich. Ich glaube sogar, lade ich nochmal neu her, gespeichert wurde. Ganz im Ernst, es ist halt so wichtig. Und ich finde, man sollte die Ressourcen halt nicht rausschmeißen. Laden wir einfach kurz her. Bis gleich. Na gut, da wären wir wieder. Aber ich glaube, das funktioniert gar nicht, dass man das hier austricksen kann. Ich habe es jetzt ein paar Mal probiert. Also locker 10 Mal. Und es hat nicht geklappt. Bei 64% ist schon relativ unwahrscheinlich, dass es tatsächlich, also falls es dynamisch erzeugt wird, der RNG dafür, ja. Ich glaube, das ist festgelegt. Ehrlich gesagt. Also das würde dann auf jeden Fall failen. Bis ich dann halt mehr raushole. Oder halt wahrscheinlich nächste Woche. Also in der nächsten Woche dann bin oder so. Aber das ist ja unsere letzte. Und ich würde sagen, wir können theoretisch Nebenquests machen. 2 Stück. Und ich glaube, das bietet sich auch an. Alles geht bis zum 22.02. Anscheinend, also maximal. Dann schauen wir, dass wir hier ein bisschen ausrasten können. Öl und Wasser, Sairos Schwert und Schild, ich weiß es nicht. Was nehmen wir dann? Sairos Schwert und Schild klingt ganz spannend. Aber das hier ebenso. Ich bin mal, ja, weißt du was, nimm mal den Blutzoll hier. Ich meine, das sind unsere Leute. Die kommen als erstes dran, sage ich jetzt. So. All right. Speichern wir drüber, komm. Meine Güte, so viele weitere Klassen. Was ist denn bei euch los hier? So, basically we just gotta defeat their leader, right? Then why don't we approach from... That won't work at all. Horses won't fit through there. I can't figure this out. I give up. Ah? Was hier los? But enemies never move how you want them to in a real battle, do they? I reckon I learned better on the battlefield. Professor, I need to speak with you. Ignatz, you all right? I received a letter from my brother back home. There's some disturbing news. Was ist denn los? Monsters have been attacking merchants within the Alliance territories. That happens all the time. I mean, that's how my parents died, so... Raphael. I didn't mean to bring up such a sensitive topic in your presence. Hey, don't worry about that. Come on, let's hear the rest of it. Very well. These attacks seem to be focused on specific merchants. Ah, no. Those who are traveling from the territory of House Gloucester to the Regan Dukedom. Merchants traveling in the opposite direction, from Regan to Gloucester, don't suffer nearly as many attacks. That doesn't make any sense. Someone's gotta deal with those monsters, though. Agreed. At this rate, my father and brother can't conduct business without risking their lives. Professor, could you assist me? I need your help exterminating these creatures. Now you're talking. I'm going too. I'm not learning anything in a classroom. You're gonna go, right, Professor? Don't you want to help these folks? Ja, selbstverständlich. Wir brechen sofort auf. Let's go. Yeah, I knew you couldn't resist. Thank you so much, Professor. And Raphael, I can't begin to express my gratitude. Na gut, was haben wir dann da schon wieder für eine Situation? Vor allem, das klingt merkwürdig, als würden die immer alle gesteuert sein irgendwie, ne? Das war im Roten Canyon irgendwie auch auffällig. Dieser Hinterhalt, der wirkte sehr gesteuert irgendwie. Sehr mysteriös. Aber vielleicht täusche ich mich da ja auch, wer weiß. Alles sehr spekulativ in letzter Zeit. So, wie sieht's aus? Was haben wir denn da? Geht's direkt los? Ah ja, alles klar, Tatsache. Monster? Also Monster sehe ich jetzt da... Moment mal, sind die woanders? Wird wohl noch erklärt werden, ha? Huh? Tolle Monster sind das hier, ja.
General der Allianz. Okay. Alles klar. Mensch, erstmal alle Leute von der Allianz hier, ne? Schicken sie dir erstmal die ganzen Versicherungsvertreter auf den Hals. Das gibt's doch nicht, ey. Unfassbar. So, was haben wir denn hier? Händler ohne Ende. Die sollten wahrscheinlich alle überleben. Die klassische Mission eben. Nicht wahr? Okay, ja, doch ein Monster haben sie sozusagen. Aber das ist ja spannend. Das greift die gar nicht an, hä? Die haben das irgendwie gezähmt, anscheinend. Spannende Sache. Aber wir kommen hier schon durch, Leute. Macht die Vorbereitungen. Und dann sehen wir uns. Supports haben wir momentan tatsächlich keiner. Allerdings nähern wir uns allmählich der entscheidenden Levelgrenze bei manchen Charakteren. Zumindest, dass wir nächsthöheren Klassen dann auch nehmen können. Das ist hervorragend. Ach ja, mir kommt gerade. Ich muss auch noch ein bisschen Fertigkeiten, Kampftechnik und so überprüfen. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Deswegen, wie gesagt, bis gleich. So, und damit darf es dann noch losgehen, nachdem ich nun alles soweit vorbereitet habe. Wir sind schön gestärkt, Bataillone wiederhergestellt und vor allem haben wir einige Skills umverteilt. Gerade jetzt hier bei Catherine mit Vorteil ist das schon ganz cool und natürlich nicht zu vergessen. Hat sie den Sturzflugkeep, auch wenn sie jetzt erstmal einfach nur als Adjutantin dabei ist, denn momentan brauchen wir das wirklich nicht unbedingt so. Sie ist weit genug und aktuell auch so gut mit dabei. Die kann auch einmal aussetzen, ne? Immer ein bisschen durchwechseln. Ab geht die Post. Der gegnerische Kommandant wird besiegt. Das müssen wir schaffen. Monsters! Be gone! Oha, Leute. Look, the monsters are attacking those merchants again. Looks like there's some humans mixed in there. Maybe they're controlling the monsters. They are. Do you think we just have to take out the leader? Let's get started. Before it's too late. So sieht's aus. Was haben wir denn da? The merchants could probably escape, but we gotta get rid of those enemies who are blocking the path. Und die Zugbrücke vielleicht noch runterlassen, genau. We can use that to cross, but we'll need to lower it first. Rette die Händler und bring sie vom Schlachtfeld runter. Du kannst Belohnungen erhalten, je nachdem, wie vielen du zur Flucht verhilfst. Ah, ein schönes klassisches Fire Emblem-Ziel. Auch wenn es Green Units involviert, aber egal. Let's get to it. Das Beste wäre wohl jetzt hier erstmal mit schnellen Schritt loszulegen, denke ich. Jo. You can do it. Jawohl. Und wieder eine wunderbare Musik. Ich liebe es, Leute. Es ist grandios. Gehen wir dorthin? Ich glaube, wir könnten auch dorthin gehen, oder? Das dürfte erstmal schon passen. Weil ich Ignaz wahrscheinlich von hier aus angreifen lasse. Sehen wir mal. Warte mal, du hast aber einen Helmspalter, ne? Als Möglichkeit. Oh, das reicht sogar. Cool. Können wir eigentlich direkt machen, wenn wir wollen. Spricht relativ wenig dagegen. Da unten sind auch gerade nur physische Gegner. Kann man machen. Let's go. Und bam. Immer noch super, wie immer. Oh, okay. Das war jetzt nicht das beste Level-Up dann dafür. Es muss ja immer den Ausgleich geben. Warte mal, wie viele kommen an Ignaz ran von dort aus? Hä, hey, gar keiner. Komisch. Okay, da habe ich mich nur verguckt. Dann passt ja alles. Hau deine Feuerzauber drauf. Weg mit ihm. Erstmal abgefackelt. Okay, auch in Ordnung. Kann es sich durchaus sehen lassen. Mach das mal so, dann stehst du auch schön neben Hilda. Irgendwas anderes, vielleicht tatsächlich mal wieder eine Sturmlanze einfach. Naja, 95% ist jetzt nicht unbedingt sehr viel besser, ne? Ja gut, dein Bataillon geht natürlich immer absolut krank ab. Das ist immer so heftig bei ihm. Sehr schön, das geht doch auch. So, damit ist der Punkt wieder frei. Ist sogar ein Heilfeld, sehe ich gerade. Ist ja witzig.
Okay, wenn wir da durch wollen, dann sollten wir gucken, dass der uns vielleicht nicht direkt erreicht. Was er aber leicht tun würde. Also Vorsicht. Weiß nicht, ob ich da so risky sein möchte gerade. Aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich irgendwie einen Weg mitstellen könnte. Unter anderem. Lass mal sehen. Vielleicht hilft uns ja die Frostlanze weiter. Fast. Aber das alles tanken würde... Würdest du gedoppelt werden mit einem langen Speer? Ja, würdest du. Das ist dann schon ein bisschen unschön. Ich lock dich mal hier rüber, ganz im Ernst, mit einem... mit einer Eisenlanze Plus. Soll mir erstmal reichen. Und Claude? Du darfst von mir aus vorwärts stürmen. Benutz ruhig eine Kampftechnik diesmal. Machen wir das doch direkt so. Let's go. Jawoll. Genau, und er hat jetzt gerade aktuell den netten Stein ausgerüstet. Doppelungen kann ich hier vergessen, was? Leider. Bisschen schade, aber es ist nun mal, wie es ist. Andererseits, wir können auch mit sowas wie Pein später noch arbeiten, kommt mir gerade. Du hast ja sogar Rescue, ne? Auch das kann man durchaus benutzen. Aber der olle Ritter kommt da ganz schön weit, was? Sollte uns erstmal... Sollte relativ unproblematisch sein, würde ich sagen. Leider haben wir hier einen Schützen dabei, auch das ist nicht gerade so schön. Catherine könnte allerdings, denke ich, geradewegs nach unten stürmen. Von mir aus lockt den dann an, das ist in Ordnung, ja. Damit habe ich gar kein großes Problem. Was können wir denn alles machen, wenn wir hier Rettung benutzen? Dann geht das doch relativ weit, ne? Schicke Sache, aber... Ich weiß nicht, können wir Lizzie irgendwie noch ein bisschen weiterbringen? Sieht ein bisschen schwierig aus, leider. Und Raphael rüberzubringen, das kann auch sehr gefährlich werden, ganz schnell. Ist leider ein bisschen eine blöde Situation für uns so. Wir machen es uns da nicht einfach, das stimmt schon. Leider. Ach Leute, wir machen das am besten. So trickreich gerade ein bisschen. Wir haben da oben leider nicht die schönste Formation, das stimmt halt wirklich. Wir müssen halt super vorsichtig erstmal spielen anscheinend. Ja, kein schönes Feld, wirklich nicht. Ich könnte für dich nochmal Stärke sammeln, ja, wenn du nach vorne stürmst. Dann wirst du schon mächtig abgehen. Ich glaube, Rettung bringt einen als erstes nach oben. Wobei, wenn das Feld dann besetzt ist, dann würdest du vielleicht durchaus ein bisschen weiterkommen können, ne? Ich würde aber ganz gerne Catherine an die Front stellen. Die kommt immerhin dann auf 17 Death insgesamt jetzt, ne? Wenn sie ihren schönen Personal Skill triggert. Und das ist doch durchaus ganz gut auf dem momentanen Stand. Du hast ja Close Counter dabei, ne? Du hast nur eine Angriffsfläche, oder? Genau, weil du müsstest von dort aus angreifen. Weil du kannst auch von unten angreifen. Ach Mann, ey. Okay, das Feld, das ist wirklich nervig gerade. Aber super nervig, Leute. Sehr furchtbar. Es ist einfach super stressig, gerade da versuchen durchzukommen. Das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Ich könnte dich so rüberziehen, Lizzie. Aber ob ich die unten einsetzen kann, ist dann die andere Frage, weil wahrscheinlich eher nicht. Naja, wir können wahrscheinlich genug Abstand halten, aber ich hätte immer noch zwei Leute, die auf mich losgehen und zwei ist für Lizzie wahrscheinlich einfach zu viel. 23 Angriff und dann nochmal 25, das wirst du nicht tanken, das kann ich vergessen. Auf keinen Fall. Chancenlos. Ein Angriff, ja. Zwei Angriffe, nein. Das ist ihr Problem gerade. Und bei Flayne musst du halt auch aufpassen, das ist so ähnlich. Und ich würde bei Catherine halt ganz gerne einfach Pein benutzen.
Wir sind jetzt mal etwas vorsichtig, ja? Zack, einfach der übelste Schlag. Bam. Ach ja, aber natürlich, dann muss ich natürlich auf dich achten. Oh, come on, nein. Das ist ja ein gigantischer Range schon wieder. Ich krieg die Krise. Warte, ich kann aber absteigen, natürlich. Genius. Dann passiert mir natürlich hier nichts. Sehr logisch. Ja, kann man so machen, klar. Ja, und wir müssen hier halt immer noch total vorsichtig sein, einfach. So nervig wie es ist, aber... Ja, Leute, keine Chance, ne? Erstmal zurückhalten an der Stelle. Oh. Die arbeitet sich durch, Leute. Heftig. Aber Claude hat hier wenig zu befürchten. Der macht das schon dann. Bald hat er seine Klasse ausgemaxt. Ich freue mich drauf. Keine Chance, tut mir leid. Er quattet aber, hat halt absolut keine Chance. Er kommt einfach nicht durch. So lustig. Und ich mag übrigens immer auch das Rüstungsdesign und so. Guck mal, die haben auch richtige Helme und so. Das passt halt so gut. Das macht die Reihe aktuell halt wirklich goldrichtig hier in dem Teil. Finde ich. Keine Chance gegen Claude. It was a good try. Ja, alle probieren es, so. Aber es macht ihr nicht lange mit, das sage ich euch. So, da kommt auch schon die Bestie angerannt. Aber sie ist immer noch super mit dabei. Da bereitet er auch was vor anscheinend. Okay, okay. Bringen wir die Situation da unten noch unter Kontrolle, würde ich sagen. Dann beenden wir den Part auch für heute. Mit einem Stride, mit einem zweiten, könnte ich natürlich direkt die da unten rausbringen. Aber anscheinend macht der Gegner auch aktiv gerade gar nichts. Und das Monster haben wir ja schon umgelenkt. Moment mal, dich hatte ich nicht markiert vorhin, genau. Dein Range ist aktuell markiert. Aber auch dich könnten wir rüberlocken, damit habe ich eigentlich kein Problem. Erreichen wir dich nicht sogar mit einem Spell schon? Oh ja, das tun wir allerdings. Klasse Sache. Ich meine, wenn wir mit Flayens Rettung arbeiten, können wir uns auf jeden Fall noch ein Bataillon dazu holen. Das sollte kein Problem darstellen an und für sich. Aber wir wollen natürlich auch hier die Einheiten ausschalten. Wir können uns also theoretisch auch erstmal zurückziehen. Aber machen wir es beim nächsten Mal wirklich, Leute. Insofern, bis bald!